Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer Waldrunde am Bachlauf. Ja, kleiner Scherz am Rande, das hier ist eigentlich ein Waldweg, aber er ist so ein bisschen abschüssig. Ja, und deswegen fließt hier das Wasser runter. Warum? Die meisten werden es wissen, bei uns in Südostbayern absolutes Regenchaos. Was die letzten paar Tage und vor allem auch in der Nacht an Regen gefallen ist, sprengt jeglichen Rahmen. Wir hatten so ein riesiges Niederschlagsdefizit, es war so lange so extrem trocken bei uns. Ja, und jetzt hat sich das, was normalerweise in den letzten 2-3 Monaten so ein bisschen hätte fallen müssen, im Prinzip auf ein paar wenige Tage und vor allem die letzte Nacht verteilt. Ich denke, wir stehen jetzt so ungefähr bei 120 bis 160 Litern auf dem Quadratmeter, je nachdem, wo man schaut. Ja, und das ist einfach viel, 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 viel zu viel in viel zu kurzer Zeit. Trotzdem zieht es mich heute so ein bisschen in den Wald. Vor allem auch deswegen, weil der angekündigte Sturm sich bis jetzt komplett zurückhält. Das heißt, so wirklich gefährlich soll es eigentlich nicht sein. Regnet zwar viel, aber es geht zumindest bis jetzt kein Sturm. Das nutzen wir jetzt wenigstens so 1-2 Stündchen aus, machen einen kleinen Kontrollgang, schauen, wie es mit dem Regenchaos hier in meinem Lieblingswald aussieht. Ja, und was vielleicht an Pilzwachstum seit der Abkühlung jetzt hier dazugekommen ist. Ja, waren wir schon ewig nicht mehr unterwegs, ist total untypisch, weil es eigentlich ein Habitat ist, das ich eigentlich mindestens einmal die Woche zumindest zur Hauptsaison anlaufe. Ich bin gespannt, was mich erwartet, hoffe mal, dass sich der Sturm weiter zurückhält, ja, und dass es dann auch mit dem Regen in Richtung Nachmittag wieder leichter wird, denn je mehr es regnet, desto größer sind natürlich die Chancen, dass es auch irgendwo zu Schäden kommt. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Auf geht's! Wie schön kann ein Scheidenstreifling im Habitat stehen? Richtig schön glänzend vom Regen steht er hier im Moos. Welcher Scheidenstreifling wird es sein? Ja, natürlich der rot-braune Scheidenstreifling. Woran kann man es erkennen? An den typischen rot-braunen Farben, dem deutlich gerieften Hutrand. Ich gehe mal näher ran, dann sieht man es ein bisschen besser. Und was ganz wichtig ist bei Scheidenstreiflingen, muss man immer wieder erklären und betonen, kein Stielring, kein Schleier, der die Lamellen verdeckt, und an der Stielbasis, schauen wir mal, ob wir das Merkmal hier noch zeigen können, ist relativ weit drin, an der Stielbasis muss sich eine Scheide befinden und innerhalb der Scheide darf sich keine Stielknolle befinden. Ja, und dann ist es ein Scheidenstreifling und dann ist die Art auch als essbar einzustufen, egal ob es dann der graue Scheidenstreifling, der zweifarbige Scheidenstreifling, der orange-gelbe, der rot-braune oder irgendein anderer Scheidenstreifling ist. Liebe Pilzfreunde, schaut's mal, was hier vor mir steht. Ich bin keine 10 Minuten unterwegs und trotz Regenschirm pitschepatsche nass und trotzdem hat sich die Waldrunde schon jetzt gelohnt. Einer der Hauptgründe, warum ich hier im Lieblingswald nachschauen wollte, was sich so tut, ist der hier zu sehende Röhrling. Was könnte sein? Ich gebe schon mal einen kleinen Tipp, ist was richtig Seltenes. Und zwar sollte das tatsächlich der Nadelholz-Pulverröhrling sein, den wir just an dieser Stelle nach Jahren das letzte Mal im letzten Jahr im September gefunden haben. Aber ich komme hierher und denke mir, ah, schade, normalerweise müsste hier der Nadelholz-Braunporling wachsen und im Dunstkreis dazu dann eben der Nadelholz-Pulverröhrling. Die beiden Arten gehören zusammen wie das Holz zum Feuer. Ja, und dementsprechend wundert es mich so ein bisschen, dass hier kein Fruchtkörper vom Nadelholz-Braunporling zu sehen ist, aber ein Fruchtkörper vom Nadelholz-Pulverröhrling. Der Nadelholz-Pulverröhrling wäre theoretisch sogar essbar, ist aber sehr, sehr selten und dementsprechend nichts für den Speisepilzkorb. Erkennen kann man die Art eben durch das typische Erscheinen normalerweise in der Nähe vom Nadelholz-Braunporling, durch die typischen Farben, auch auf der Hutunterseite. Ich blende euch da gerne mal Archivaufnahmen ein, denn die Art ist jetzt viel zu selten, um da wirklich jeden Fruchtkörper rauszunehmen. Dementsprechend lassen wir den Fruchtkörper hier stehen, aber wir können uns für unsere Daten merken, er ist auch 2024 an dieser Stelle gekommen. Hintergrundgeschichte: Wir haben den Nadelholz-Pulverröhrling hier in dem Habitat an ganz anderer Stelle, Luftlinie 1-2 Kilometerchen entfernt, vor ungefähr, was werden es gewesen sein, 7-8 Jahren mal gefunden. Der hat sich dann da 1-2-3 Jahre gezeigt und plötzlich, ja, Nadelholz-Braunporling ist nicht mehr gekommen und danach auch der Nadelholz-Pulverröhrling nicht. Letztes Jahr, schockschwere Not, komme ich hier hin, riesiger Nadelholz-Braunporling und daneben dann eben
der Nadelholz-Pulverröhrling. Dieses Jahr kein Nadelholz-Braunporling, aber der Nadelholz-Pulverröhrling. Ja, und mir macht es mega Spaß dann, solche Habitate, wenn man sie mal entdeckt hat, gezielt immer wieder anzulaufen und zu prüfen, zeigen sich Fruchtkörper, wie viele Fruchtkörper zeigen sich, ja, und gibt es da vielleicht wirklich einen Zusammenhang zwischen dem Fruchten vom Nadelholz-Braunporling und dem Fruchten vom Nadelholz-Pulverröhrling. Sehr interessante Geschichte, wunderschöner Fund und wieder mal zum Start in die Tour, wie gestern mit der Laubwaldrotkappe. Ja, eigentlich schon fast der schönste Fund des Tages. Habt ihr denn vor diesem Video schon mal was vom Nadelholz-Pulverröhrling gehört? Wer noch mehr über die Art erfahren möchte, Pilzporträt zur Art ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Falls jemand denkt, ja, so schlimm kann es ja mit der Trockenheit vor einer Woche hier doch nicht gewesen sein, wenn es jetzt so nass ist. Und übrigens hat es ja überall eigentlich viel geregnet. Ja, überall eben einfach nicht. Bei uns hat es zwar auch geregnet, aber da mal einen Liter, dort mal einen Liter, wieder mal einen Liter. Und nie irgendwo ergiebige Niederschläge in den letzten Wochen und Monaten, wo man sagen könnte, das ist doch bestimmt in die Wälder reingegangen. Und den Beweis haben wir hier, einen Galenröhrling, der sicherlich schon letzte Woche hier war und der übel gelitten hat. Der tut mir fast so ein bisschen leid. Erst unter Trockenheit und starker Sonneneinstrahlung bzw. Hitze gelitten. Und jetzt wird der völlig vertrocknete Fruchtkörper aufgeweicht. Ja, und dann kommen auch ganz schnell Schimmel und Co., um den Rest zu erledigen. Ja, manchmal tun mir auch die Gallenröhrlinge so ein bisschen leid. Woran kann man es erkennen, dass es sicher ein Gallenröhrling war? Ein Röhrling war es auf alle Fälle. Ja, und die Rosastichigkeit der Röhren ist dann zumindest hier im Nadel- und Nadelmischwald sehr, sehr verdächtig. Was für ein armer Kerl. Langsam, aber sicher kommt Vielfalt in die Gattung der Raufußröhrlinge. Schaut's mal, wer sich bei uns zeigt. Ja, natürlich bestimmt man Pilze nicht mit dem Blick von oben, aber diese Art hat ein ganz entscheidendes Kernmerkmal bei den Hutfarben. Und zwar diese Scheckigkeit, nenne ich es jetzt mal. Weißliche Farben, gräuliche Farben, dunkelgräuliche Farben und das alles im Mischmasch und sehr, sehr fleckig. Eine Art aus der Gattung der Raufußröhrlinge und ein typischer Birkenbegleiter. Reichen die Infos für euch aus, um die Art vielleicht schon zu erkennen? Ja, machen wir vielleicht ein kleines Pilzrätsel draus. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr schon wisst, um welche Art es sich höchstwahrscheinlich handelt. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit zum Tippen und dann schwenkt man die Kamera. Denn spätestens dann sollte es klar sein, denn der viel verfärbende Birkenpilz verrät sich hier komplett. Schaut euch mal diese intensiven türkis-bläulichen Verfärbungen an. Schaut es nicht ein bisschen verrückt aus? Könnte man ja fast mit Schlumpfblau umschreiben. Der vielverfärbende Birkenpilz lässt sich eben durch das Erscheinen bei Birke, durch den rauen Stiel, durch diese ganz intensiven türkisblauen Verfärbungen über den Stiel hinweg und eben diese Scheckigkeit bei den Hutfarben, weißlich, grauweißlich, dunkelgräulich bis manchmal vielleicht sogar ein bisschen schwärzlich, erkennen. Die Art ist an sich ein guter Speisepilz, regional soll die Art aber selten sein. Bei uns gehört die Art definitiv mit zu den häufigsten Arten aus der Gattung der Raufußröhrlinge. Ist bei uns sogar viel häufiger als der gemeine Birkenpilz. Dementsprechend sammle ich die Art gerne für Speisezwecke. Ja, und ganz oft teilt sich die Art dann auch das Habitat, vor allem mit dem wollstieligen Raufußröhrling. Jetzt bin ich mega gespannt, wie es weitergeht bei denen. Ja, ich habe dieses tolle Birkenhabitat, wo es diese mega Raufußröhrlingsfunde in den letzten Jahren gab, schon ein paar Mal angelaufen. Da hat sich dieses Jahr bei uns noch überhaupt nichts gezeigt. Und ich denke mal, spätestens in Richtung nächste oder übernächste Woche, nächstes Wochenende, wird es da, denke ich, dann zu einem ersten größeren Wachstumsschub kommen, weil jetzt einfach so viel Regen gefallen ist und dann auch wieder wärmere Temperaturen herrschen und damit eigentlich perfekte Voraussetzungen für tolles Pilzwachstum. Ich bin gespannt und freue mich. Man könnte fast denken, wir hätten Mitte September und den absoluten Kern der Hauptsaison bei den tollen Funden, die wir hier auf den ersten Kilometern machen dürfen. Ja, man muss halt dazu sagen, wir haben seit einigen Jahren den ersten schlechten Start in den Herbst, wo ich sagen würde, es ist einfach unterdurchschnittlich an allen Ecken und Enden. Unterdurchschnittliche Artenvielfalt, unterdurchschnittliche Anzahl der Fruchtkörper. Ja, ich denke, das wird sich jetzt nach dem Regen ändern, denn schon jetzt ist die Artenvielfalt gefühlt viel, viel größer als noch vor ein, zwei Wochen. Hier haben wir nämlich den nächsten Fund und zwar nicht Eis, sondern den Eispilz. Warum er so heißt? Weil die Fruchtkörper so ein bisschen an Eis erinnern. Wirklich schöner Spot mit zahlreichen
jungen und mittelgroßen Fruchtkörpern. Weiterer Name für die Art ist Zitterzahn, weil man diese Stacheln oder Stoppeln auf der Hutunterseite auch als Zähnchen interpretieren kann. Die Art wäre theoretisch roh essbar, wird gern als Salatpilz beschrieben, sollte aber mindestens mit kochendem Wasser überbrüht werden, um irgendwelche Keime oder auch den Fuchsbandwurm abzutöten, falls das in eurer Region relevant ist. Ich sammle den Zitterzahn nicht wirklich für Speisezwecke. Für mich ist das vor allem ein wunderschönes Fotomotiv. Ja, diese ganzen Stachel- und Stoppelpilze schauen von der Hutunterseite gerade in so einer Makroaufnahme immer nicht nur super spannend, sondern auch wunderschön aus, oder? Schaut's mal, es gibt gute Neuigkeiten von den violettschuppigen Pfifferlingen. Die hatten dieses Jahr überhaupt kein Glück. Warum? Die haben genau dann angefangen zu wachsen, als es bei uns mit dem Regen aufgehört hat. Ja, und dann kam immer wieder Hitze und Trockenheit, angekündigter Regen, der nicht gefallen ist oder nur ganz wenig. Und dementsprechend hatten wir zwar insgesamt ein super überdurchschnittliches Jahr bei den Pfifferlingen, aber halt vor allem nicht direkt bei uns zu Hause und vor allem auch nicht bei unserer Hauptart, würde ich es jetzt mal nennen, dem violettschuppigen Pfifferling. Denn der kommt bei uns in der Region, in der Heimatregion, extrem häufig vor, ist die häufigste Pfifferlingsart, ja, aber wächst halt leider immer relativ spät erst. Die normalen Pfifferlinge teilweise schon ab Mai, die blassen Pfifferlinge spätestens ab Juni, ja, und die violettschuppigen Pfifferlinge dann erst ab Juli. Und je nachdem, wie die Niederschläge fallen, kommt es halt in manchen Jahren dazu, dass entweder die frühen Arten so ein bisschen ausfallen oder dann eher die späten Arten, wie in diesem Jahr die violettschuppigen Pfifferlinge. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Gerade die violettschuppigen Pfifferlinge sind bei uns zumindest dafür bekannt, auch relativ lange im Jahr ergiebiges Wachstum zeigen zu können. Vielleicht gibt es da in Richtung Ende September, Anfang Oktober da jetzt wirklich nochmal schöne ergiebige Funde zu machen. Wie war es eigentlich bei euch mit den verschiedenen Pfifferlingsarten? Würde mich auch mal interessieren. Bei uns waren es dieses Jahr vor allem die echten Pfifferlinge, die in Massen zu finden waren. Ja, so habe ich das noch nie erlebt. Klar, man findet die echten Pfifferlinge auch bei uns in der Region ein paar Mal öfter. Aber so wie in diesem Jahr, ja gut, schon ein bisschen weiter weg, so 30, 40 Kilometer sind es dann ab und zu schon gewesen. Ja, aber trotzdem, also in solchen Massen habe ich persönlich den echten Pfifferling in der näheren Umgebung zumindest noch nicht gesehen. Würde mich interessieren, ob ihr das auch so wahrgenommen habt oder ob ihr da in diesem Jahr komplett andere Erfahrungen gemacht habt. Das soll es für die heutige Waldrunde dann auch schon gewesen sein. Es regnet und regnet und regnet und regnet. Und ich möchte jetzt erstmal allen Leuten viel Kraft wünschen, bei denen vielleicht der Keller vollgelaufen ist oder bei denen es Überschwemmungen gab oder irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, das ist dann irgendwo echt kein Spaß mehr. Bei uns im Landkreis Mühldorf hält sich zumindest Stand jetzt ungefähr 12 Uhr mittags noch in Grenzen. Klar, es ist alles sehr, sehr nass. Aus den Wäldern fließt das Wasser wie im Bach raus. Ja, da habe ich jetzt dann noch ein paar Aufnahmen für euch. Wen das interessiert, der kann da gerne noch ein bisschen dranbleiben. Das blende ich euch jetzt dann noch ein. Ja, und ansonsten müssen wir einfach hoffen, dass es zu keinen größeren Schäden und vor allem nicht irgendwo Verletzten oder gar Todesfällen kommt. Das wäre natürlich das absolute Desaster. Ja, da wäre es dann lieber trocken geblieben, bevor sowas passiert. Trotzdem, hier im Wald eine gigantische Atmosphäre. Einige werden sich denken, was sucht man bei so einem Wetter im Wald? Ich muss sagen, was sucht man bei so einem Wetter nicht im Wald, solange es nicht stürmt? Es ist so eine tolle Atmosphäre, es macht so viel Spaß. Ja, und ein paar Pilze haben wir trotz dieser pilzarmen Phase bei uns im Landkreis Mühldorf in Oberbayern ja auch gefunden. Gerade eben mit dem Nadelholz-Pulverröhrling, auch ein echtes Highlight. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Ja, und dann drückt mir vielleicht alle ein bisschen die Daumen, dass jetzt durch diesen vielen Regen, mindestens in ganz Bayern oder auch im Osten Deutschlands, da wo eben dieser viele Regen gefallen ist, dann ganz, ganz viele Pilze zu finden sind. Macht es gut und bis bald.